Community Media think are ever at the front of innovation because we are much more able to be flexible, much more responsive to things as a big organization has. So I'm sure there are several examples which we can list here, but we'll urge you to have a look in Italy what the university radio stations have done coming out from a protest movement. They're now having their own sort of YouTube thingy, but it's a very student media focused thing, and most importantly, it is now also a program on national television. So the best of that you can find it on a channel called La Sette. So for more information you can go to www.raduni.org. Check it out. Also ich bin Steffen Kettner, komme aus Marburg in Deutschland, mache dort Radio bei Radio Unerhört und bin auch aktiv im Bundesverband Freier Radios in Deutschland. Und von Entwicklungen, die vielleicht sehr spannend sind, sind so Module, über die man sozusagen vernetzt, virtuell gleichzeitig zusammenarbeiten kann. Da gibt es ja verschiedene. Ich habe jetzt nicht ad hoc die Namen da von solchen Dingern greifbar, aber wo man gemeinschaftlich an Texten arbeiten kann, wo man auch sozusagen virtuelle Besprechungen machen kann. Und das, da gibt es inzwischen so viele interessante Geschichten, die eben auch preislich oder zum Teil auch umsonst sind, also die nicht mehr unheimlich teuer sein müssen. Und ich glaube, das ist eine ganz vielversprechende Geschichte. So I suppose at that point before I Yeah. Ja, ich bin Viviana Uriona von Bundesverband Freier Radios aus Deutschland. Und ja, ich finde es wieder mal total interessant hier zu sein. Letztes Jahr waren wir auch hier. Und dies ja im Zusammenhang zu innovativen Entwicklungen in der Community-Media und in der Media überhaupt, finde ich interessant, darüber zu diskutieren, welche Möglichkeiten bestehen und die Community-Media auch bestimmte Bereiche so erweitern. Okay. Okay, ich bin Juri und ich mache Comics und ich stelle die Comics online. Und ich habe nicht wirklich großes Background-Wissen, aber ich finde es cool, dass ich das mit den neuen Medien einfach machen kann. Donc je, moi j'ai, personnellement j'ai rien à voir avec le milieu des médias communautaires, etc. C'est simplement cette année, parce que je travaille dans un centre culturel alternatif, et à propos de cette conférence, je pense que c'est très intéressant à partir du moment où il y a des gens de beaucoup de pays différents, d'Europe et même du monde, qui viennent et qui se rencontrent et qui peuvent discuter des différents systèmes qui existent dans leur pays, qui peuvent partager leurs expériences et échanger des contacts pour des futures collaborations, renforcer aussi le réseau des médias alternatifs, un réseau international de médias alternatifs, parce que c'est toujours, c'est jamais facile pour ce genre de médias. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses simplement en écoutant. I'm Irfan Raja from University of Huddersfield. My paper here in civil media was the emerging power of new media and the post-election violence in Iran. And I find that the new media, especially the mobile phone, have played a tremendous role in bringing in all the news from the protests, what's going on in the streets of Tehran. And I would say that the mobile has become an additional arm of new media. My name is Matthias Reichel, ich komme aus Badischl. Und arbeite dort im Begegnungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit und eben im freien Radio Salzkammergut habe ich mit meiner Frau eine Sendung Begegnungswege zweimal im Monat. Was jetzt hier das Thema betrifft,
wir kommen aus den sozialen Bewegungen und wissen, wie wichtig Technologie ist zur Vernetzung, auch hinaus Informationen zu transportieren, aber sie müssen immer mit gekoppelt sein mit den Zielen, mit unseren Projekten, damit wir nicht verloren gehen in der breiten Welt des Internet oder anderen Sachen. Le Syndicat National des Radios Libres, dont je suis le président, the chairman, est la plus grande organisation de radio communautaire de France et d'Europe. Elle regroupe 300 radios et nous faisons tous les jours des propositions au gouvernement pour améliorer, rendre meilleure la loi sur les radios et sur la radio communautaire en particulier. I'm Tuğay Islam. I come from Turkey. And then I'm a volunteer here. I came on March and I'd like to be here. And because of that, and I started the education here. And yes, that's all. Ich bin der Norbert Kahund von der Radiofabrik, macht er das Artarium und Sexperimente im Radio und finde am genialsten die Innovation einer immer breiter werdenden Kreativität. Man hat in der Früh in der Brause gedacht, wenn man das in Form einer Werbeagentur kaufen müsste, da müsste man also nicht Koffer voll Geld gehen, sich nicht mehr aus, da müsste man mit der Scheibtruhe fahren. Alles das, was da von kleinen Composing Machines bis zu ihren Sendungen und was da alles entstanden ist und noch am Entstehen ist, das ist das, was mich am meisten beeindruckt und was ich mitnehme. Which is desired by the EU officials. Mein Name ist Roman Meingassen, ich studiere in Salzburg Kommunikationswissenschaft und arbeite neben dem Studium oder eigentlich hauptsächlich mittlerweile in einer Internetagentur in Salzburg. Wo sehe ich technische Innovationen? Vorrangig in der Nutzung und vor allen Dingen bei Cross-Media-Vermarktungen. Als Beispiel Podcasting, FM4, wo Live-Medium on Demand präsentiert wird in Form von Podcasts. Beziehungsweise auch ganz spezieller Fall vielleicht Willkommen in Österreich, wo Video das normalerweise oder TV das live läuft, zum Livestream angeboten wird, wo Leute das nicht machen können, das einfach on demand abrufen können. Mein Name ist Tanja Rinhofer, ich habe Journalismus studiert, arbeite jetzt in einer PR-Agentur in Wien und Innovationen im Medienbereich sehe ich daran, dass beispielsweise klassische Printmedien im Online-Bereich plötzlich Videos präsentieren, wo Redakteure Kommentare abgeben und da gibt es offenbar einfach eine Vermischung von verschiedenen Medienzugängen auch. Und das finde ich sehr spannend und bin schon gespannt, wo das dann hinführt. Ich bin der Manfred Gretschek, bin vom Verein Quintessenz, mache die Big Brother Awards und mache auf den freien Radios die Sendung Radio Netwatcher. Was mir in den letzten Jahren und auch heuer wieder aufgefallen ist, dass das Thema Bürgerrechte und Datenschutz und so ein Grundthema ist, was bei den Menschen nicht wirklich bewusst ist, dass das ein Fundament ist für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit und dass uns das nach und nach entzogen wird. Das heißt, in Anspielung auf Unibrand müsste man eigentlich überall jetzt da auf die Wände plakatieren, Bürgerrechte brennt der Hut, ja, und man müsste da ein bisschen mehr den Leuten, die in den Medien sind, mehr Bewusstsein wahren. Wenn man uns das wegnimmt, haben wir auch keine Medien mehr.